Einer der häufigsten Eingriffe bei Männern ist die Operation am Penis, sprich die Penisvergrößerung oder Penisverlängerung. Leider laufen an sehr, sehr vielen Stellen in der Welt diese Operationen, manchmal laufen die nicht so gut und deswegen dieses Video. Wir sprechen heute über die drei Dinge, auf die du achten musst, wenn du eine Penisverlängerung, Penisvergrößerung planst und sicher durch diese Operation kommen möchtest. Bei der Penisvergrößerung, / Penisverlängerung, handelt es sich um einen der häufigsten Eingriffe bei Männern, wenn es um OPs im Intimbereich geht. Worauf kommt es an? Worauf solltest du achten? Und was sind die Gefahren, die dahinter stecken? Darüber wollen wir jetzt etwas ausführlicher in diesem Video sprechen. Bei den Penisvergrößerungen und bei den Penisverlängerungen ist es so, dass nicht alle Ausgangssituationen bei den Männern gleich sind. Wir sehen Männer, die beschnitten zu uns kommen, andere sind vorbehandelt, es sind Hyaluronsäureinjektionen erfolgt etc. Das heißt, am Anfang einer solchen Operation steht immer eine sehr, sehr knallharte Analyse. Das heißt, wir gucken uns nicht nur den Penis genauer an, was ist da in der Vergangenheit gelaufen oder nicht gelaufen, sondern wir wollen natürlich auch über die Gewohnheiten wissen und auch über die Funktionalität Dinge erfahren. Das heißt, wenn hier beispielsweise schon in der Anamnese herauskommt, dass es Schwierigkeiten beim Geschlechtsverkehr etc. gibt, dann sind Penisoperationen erst einmal nicht zu empfehlen. Schauen wir uns jetzt etwas detaillierter an, worauf es ankommt. Denn auf diese drei Dinge, die wir jetzt zu sprechen kommen wollen, musst du unbedingt achten, wenn du tatsächlich eine solche Operation planst. Zunächst einmal ist es wichtig, bist du beschnitten oder nicht. Wir wissen, dass bei der Penisverlängerung die Injektion von Eigenfett häufig das Ergebnis unterstützt und unterstreicht. Und dabei geht es darum, dass wir eben keine Probleme bekommen, wenn wir Patienten operieren, die beispielsweise noch ihre Vorhaut haben. Was meine ich damit? Dabei meine ich insbesondere die Problematik, die daraus entsteht, dass wenn wir Patienten haben, die nicht beschnitten sind, sich das Fett nach vorne drücken kann und damit eine sogenannte Phimose produzieren kann. Was ist eine Phimose? Phimose, wie die meisten Wörter in der Medizin aus dem Griechischen, Phimos ist das die Engstelle. Und das bedeutet, dass wir hier eine Verengung, eine Vorhautverengung bekommen können, die sich dann so darstellt, dass ihr eine weitere Operation braucht. Eine Vorhautverengung bedeutet, dass das Fett in die Vorhaut hineinrutscht und du kannst die Vorhaut nicht mehr zurückziehen. Und dann hast du zwar einen dickeren und auch längeren Penis, aber insgesamt haben wir bei der Funktionalität Probleme beim Urinieren etc. Und deswegen sollte man bei diesen Patienten ganz ernsthaft darüber nachdenken, ob man eine Entfernung der Vorhaut mitempfiehlt im Rahmen einer Penisverlängerung, / Penisverdickung, weil tatsächlich erstens das Ganze hygienischer ist, zweitens die Problematik mit der Vorhautverengung wegfällt und drittens tatsächlich die Optik des Penis dadurch zumindest länger erscheint, weil wir den Schaft haben, der definiert an einem Punkt A beginnt und das Ende, nämlich die sogenannte Glans, also die Eichel des Penises haben und das wäre dann der Punkt B und damit haben wir eine Übersicht, die in der Regel den Penis deutlich länger erscheinen lässt. Punkt 2. Wenn wir über Penisverlängerungen sprechen, die gescheitert sind und leider habe ich sehr, sehr viele Patienten bei mir in meiner Sprechstunde, die zu mir kommen und sagen, ich war bei dem Arzt X, Y oder Z und der hat mich operiert und das Ganze hat nicht funktioniert, dann liegt es sehr häufig an einer ganz, ganz, ganz kleinen Sache, die zu beachten ist und das ist unser Punkt 2. Dabei geht es um das sogenannte Hodensegel. Ich beobachte bei ungefähr 50-80% meiner Patienten ein Hodensegel. Ein Hodensegel ist ein Hautanhang, der sich über den Schaft hinwegzieht zum Hoden und manchmal in der Weise wirklich penetrant vorliegen kann, dass er bis nach vorne kommt, wo wir den Ansatz haben zur Eichel. Das heißt, ihr könnt dort Gewichte dranhängen und mit 10 Kilo arbeiten, es wird euch nicht gelingen, dieses Hodensegel zu verlängern und damit den Penis herauszubekommen. Das heißt, theoretisch kann man den Penis, wenn man ihn verlängert und wie das technisch funktioniert, das haben wir in der Vergangenheit ja auch schon in anderen Videos beschrieben, das könnt ihr euch auch anschauen. Dazu blenden wir euch einen Link jetzt hier ein. Wenn dieses Band zwischen dem Penis und dem Schaft getrennt ist, dann kann man versuchen, den Penis zwar lang zu ziehen, aber die Problematik ist ganz einfach, wenn du dieses Hodensegel hast,
dann ist es unmöglich, den Penis wirklich lang zu ziehen. Und deshalb darauf achten, habe ich so einen Hodensegel, wie sehe ich das, indem ich am Penis ziehe und von der Seite einfach schaue und gucke, ob sich da was aufspannt. Spannt sich da was auf, dann muss es durchtrennt werden, ansonsten kann ich den Penis nicht verlängern. Vorteil bei der Geschichte ist nicht nur, dass der Penis dadurch länger wird, sondern er wirkt auch länger, weil der Penis auch da wieder deutlich früher definiert beginnt, anzufangen im Bereich des Schafts. Das heißt, ich habe nicht dieses Segel, was sich da so drüber zieht. Also zweiter Punkt, Thema Hodensegel. Dritter Punkt, ganz, ganz wichtig, planst du eine Penisverlängerung, musst du unbedingt darauf achten, dass das Ergebnis dieser Penisverlängerung dann auch tatsächlich stabil und langfristig ist. Und das wird eben nicht nur dadurch erreicht, dass wir den Patienten empfehlen, dass sie nach der Operation einen sogenannten Penisretraktor tragen, also das heißt ein Device, ein Gerät, was angelegt wird für 2 bis 4 Stunden, am Abend vorwiegend, wenn ihr wach seid, bloß nicht anlegen, wenn man sich ins Bettchen legt. Und dadurch kann man die Lücke, die zwischen dem Becken entsteht und dem Schaft, durch die Durchtrennung des Bandes, diese Lücke kann man auf Dauer auch lang halten. Allerdings kann bei der Erektion diese Lücke sich wieder verschließen oder durch Vernarbung sich der Penis zurückziehen, was im schlimmsten Fall sogar dazu führen kann, dass der Penis nach einer solchen Operation kleiner ist als vorher. Und das will natürlich keiner, weder der Chirurg, die Chirurgin, noch die Patienten. Und deshalb, dritter Punkt, ganz wichtig, worauf musst du achten? Das Verwenden eines Spacers. Was ist ein Spacer? Ein Spacer ist eine Silikonkugel. Der Erfolg einer Penisverlängerung ist aus meiner Sicht nach mittlerweile 24 Jahren Operationserfahrung, die ich in diesem Feld mitbringe, das Einsetzen einer Silikonkugel. Das ist ganz, ganz wichtig und deswegen haben wir uns das Beste zum Schluss aufgehoben. Auf diese drei Dinge musst du also achten. Einsetzen einer Silikonkugel, das ist in der Regel ein Off-Label-Use eines Hodenimplantats. Auch darüber haben wir in der Vergangenheit gesprochen. Auch dazu blenden wir euch gerne hier nochmal ein Video-Link ein, wo ihr euch auf YouTube nochmal anschauen könnt, wie das Ganze aussieht. Ganz wichtig, das Einsetzen dieses Spacers ist für euch völlig harmlos und tatsächlich ohne jede Probleme verbunden, weil das Ganze sehr, sehr tief im Bereich des Penisschafts stattfindet. Was bewirkt das Ganze? Das Ganze bewirkt, dass diese kleine Kugel, die dort eingesetzt wird, zwischen dem Becken und eurem Penisschaft, das wäre sozusagen jetzt mein Daumen, den Platz, der dort durch die Durchtrennung des Bandes erreicht wird, offen hält und verhindert, dass der Penis irgendwann überhaupt die Chance hat, wieder zurückzurutschen, erstens, und zweitens, dass bei der Erektion ebenfalls der Penis nicht zurückschlägt an den Knochen und damit kürzer wird. Ihr seht, auch bei diesen Operationen, wo es um das beste Stück des Mannes geht, ist Vorsicht ganz, ganz wichtig und man sollte immer mit großer, großer Sorgfalt und Vorsicht rangehen. Vergesst nicht, solche Operationen können gefährlich sein, solche Operationen können auch immer Komplikationen verursachen mit Wundheilungsstörungen, Infektionen etc. Das sind alles Dinge, die ihr mit euren Chirurginnen und Chirurgen bitte im Vorfeld besprechen solltet. Silikonkugeln werden deutschlandweit ausschließlich bei uns eingesetzt bislang. Wir wissen es nicht, wann dieser Trend sich vielleicht auch in Deutschland durchsetzt. Im Ausland gibt es diesen Trend schon sehr, sehr lange. Meine Beobachtung dazu ist, dass wir damit sehr, sehr stabile Ergebnisse bekommen, ohne jegliche Form von größeren Komplikationen und Risiken. Deswegen bleibe ich dabei. Ich empfehle euch unbedingt, dass ihr auch auf diesen dritten Punkt achtet. Ich hoffe, das Video war interessant für euch. Ich hoffe, dass dieses Video tatsächlich all diejenigen da draußen erreicht, die mit so einer Operation liebäugeln und die der Meinung sind, dass sie so etwas brauchen. Am Ende des Tages braucht keiner so eine Operation. Wir können auch ohne solche Schönheitsoperationen 80 Jahre alt werden und 100 Jahre alt werden. Aber wenn es euch glücklich macht, dann macht das. Lasst euch operieren, aber lasst es euch immer so operieren, dass ihr sicher aus der Sache rausgeht und dass keine schwerwiegenden Komplikationen entstehen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Das ist ein sehr, sehr sensibles Thema und deswegen sollte man sich im Vorfeld immer informieren. Natürlich braucht man solche Operationen nicht, aber gerade wenn ihr solche Operationen machen lassen wollt, dann ist es wichtig, möglichst viele, viele Informationen zu sammeln. Ich bin jetzt raus, ich bin dein Plastic Surgery Coach und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst den Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und klickt die Glocke an, damit ihr kein Video mehr verpasst.